Heute für euch. Der echte Grund, warum Albus Dumbledore Sirius Black nie aus Azkaban befreit hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Albus Dumbledore, Azkaban und die falsche Inhaftierung von Sirius Black sprechen. Bevor wir beginnen, möchte ich euch bitten, das Video zu liken und zu abonnieren, wenn ihr natürlich mögt, denn das hilft dem Algorithmus sehr. Lasst uns direkt eintauchen. Sirius Black stammte aus einer mächtigen Zaubererfamilie, den Blacks. Obwohl viele seiner Familienmitglieder Anhänger der Reinblüter-Ideologie waren, teilte Sirius diesen Glauben nicht. Während viele Mitglieder der Black-Familie dunkle Wege einschlugen, war Sirius die eine Ausnahme. Sirius Black wurde 1971 in Hogwarts eingeschult, im selben Jahr wie Peter Pettigrew, Remus Lupin und James Potter. Dieses Quartett junger Männer formte sich schließlich zu den Rumtreibern und hatte eine gemeinsame Eigenschaft. Alle gehörten zu dem Haus Gryffindor. Kurz nach ihrem Abschluss in Hogwarts schlossen sie sich dem Orden des Phönix an, einem Geheimbund, den Albus Dumbledore gründete, um Lord Voldemort und den Todessern entgegenzutreten. Der Orden war eine entscheidende Verteidigungskraft während des ersten Zaubererkrieges. Jedoch wurde später bekannt, dass nicht alle Mitglieder des Ordens das Gute im Sinn hatten, wie Sirius' alter Freund Peter Pettigrew, der später Sirius ein abscheuliches Verbrechen anhängen sollte. 1981 tötete Peter Pettigrew 12 Muggel mit einem dunklen und mächtigen Sprengfluch, der gleichzeitig hunderte von Metern Kanalisation zerstörte und einen 40 Fuß tiefen Krater in die Erde riss. Irreführenderweise wurde Sirius Black für genau diese Taten verantwortlich gemacht und sofort nach Azkaban geschickt. Nach seiner Verurteilung wurde Sirius von der gesamten magischen Gemeinschaft verurteilt. Selbst das Geisterporträt der fetten Dame verschloss sich gegen ihn und er verbrachte dort erstaunliche 12 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Schließlich gelang es ihm, der Inselfestung zu entkommen, indem er sich in seine Animagus-Form verwandelte, einen schwarzen Hund, und sich durch die Gitterstäbe zwängte. Aber ein paar Aspekte von Sirius' Gefangenschaft in Azkaban haben mich immer interessiert. Erstens, warum bekam er keinen ordentlichen Prozess? Alle Todesser hatten einen, also warum Sirius nicht? Bellatrix sagte, die Frau mit den schwarzen Augen sah zu Crouch auf und rief, der dunkle Lord wird wieder auferstehen, Crouch. Schickt uns nach Azkaban, wir werden warten. Er wird wieder auferstehen und uns holen. Er wird uns mehr belohnen als alle anderen seine Anhänger. Wir allein waren treu. Wir allein haben versucht, ihn zu finden. Dann Karkaroff. Crouch wird ihn freilassen, hauchte Moody leise zu Dumbledore. Er hat einen Deal mit ihm gemacht. Ich habe 6 Monate gebraucht, um ihn aufzuspüren, und Crouch lässt ihn gehen, wenn er genug neue Namen hat. Wir sollten seine Informationen anhören und ihn dann direkt zurück zu den Dementoren werfen. Selbst Snape, der gegen Ende des Krieges die Seiten wechselte und Dumbledore die Treue schwur, wurde von seinen Verbrechen freigesprochen, nur auf Dumbledores Wort hin. Snape wurde von diesem Rat freigesprochen, sagte Crouch verächtlich. Albus Dumbledore hat sich für ihn verbürgt. Also, meine Frage ist folgende. Wenn Dumbledores Wort ausreichte, um einen ehemaligen Todesser freizusprechen, warum konnte er dann nicht auch Sirius freilassen? Sirius war ein ehemaliges Mitglied des Ordens, seiner eigenen Organisation. Warum konnte ihm nicht geholfen werden? War Dumbledore von Sirius' Unschuld überzeugt oder eher nicht? Oder war ein Schleier über seinen Augen wie bei den anderen? Wenn wir den Text genauer betrachten, können wir einige Antworten aus Dumbledore selbst ableiten. Ihr seid an der Reihe zuzuhören und ich bitte euch, mich nicht zu unterbrechen, denn wir haben nur wenig Zeit, sagte er leise. Es gibt nicht den geringsten Beweis für Blacks Geschichte außer eurem Wort und das Wort von 2 13-jährigen Zauberern wird niemand überzeugen. Eine Straße voller Augenzeugen hat geschworen, dass sie gesehen haben, wie Sirius Pettigrew ermordet hat. Ich selbst habe vor dem Ministerium ausgesagt, dass Sirius der Geheimnisfahrer der Potters war. Professor Lupin kann dir sagen, sagte Harry, unfähig sich zurückzuhalten. Professor Lupin befindet sich zurzeit tief im Wald und kann niemandem etwas sagen. Bis er wieder ein Mensch ist, wird es zu spät sein. Sirius wird mehr als tot sein. Ich möchte hinzufügen, dass die meisten unserer Artgenossen Werwölfen so sehr misstrauen, dass seine Unterstützung und die Tatsache, dass er und Sirius alte Freunde sind, naja. Aber hör mir zu, Harry, es ist zu spät, verstehst du mich? Du musst einsehen, dass Professor Snapes Version der Ereignisse viel überzeugender ist als deine.
Er hasst Sirius, sagte Hermine verzweifelt. Und das alles nur wegen eines dummen Tricks, den Sirius ihm vorgespielt hat. Sirius hat sich nicht wie ein Unschuldiger verhalten. Der Angriff auf die dicke Dame, das Eindringen in den Gryffindor-Turm mit einem Messer, ohne Pettigrew, lebendig oder tot, haben wir keine Chance, Sirius' Urteil aufzuheben. Aber sie glauben uns doch. Ja, das tue ich, sagte Dumbledore leise. Aber ich habe nicht die Macht, andere Menschen zur Einsicht zu bringen oder den Zaubereiminister zu überstimmen. Dies sagt uns einige Dinge. Erstens hatte Dumbledore immer noch den Eindruck, dass Sirius Black der Geheimniswahrer der Potters war. Wenn das der Fall war, macht es durchaus Sinn, dass er bis zu diesem Zeitpunkt glaubte, dass Sirius schuldig war. Das hätte bedeutet, dass Sirius derjenige war, der den Aufenthaltsort der Potters verraten hatte. Als nächstes scheint es, dass Severus Snape, nachdem er vor kurzem die Seiten gewechselt hatte, Dumbledore seine eigene Version der Ereignisse der Nacht erzählt hatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass er auch von Peter Pettigrews Trick getäuscht wurde, da er zu diesem Zeitpunkt vollkommen aufrichtig und durchschaubar war. Er mochte Sirius nicht besonders, aber ich glaube nicht, dass er so weit gegangen wäre, ihn für diese Art von Verbrechen verantwortlich zu machen. Selbst als Harry zu Dumbledore sagt, aber sie glauben uns doch, und Dumbledore, das tue ich, antwortet, hier scheint es an Authentizität zu mangeln. Jeder andere Teil ihres Gespräches deutet immer noch darauf hin, dass Dumbledore glaubt, Sirius sei schuldig. Erst als er unwiderlegbare Beweise erhielt, glaubte er fest an Sirius' Unschuld. Pettigrews Verleumdung von Sirius war wirklich beeindruckend. Es war das perfekte Verbrechen, das ihn sogar Snape und Dumbledore überzeugen ließ. Pettigrew wusste sofort, dass er Sirius den Verrat an Lily und James anhängen musste, da Sirius der Einzige war, der von seiner Identität als Geheimniswahrer wirklich wusste. Alle anderen glaubten immer noch, dass Sirius der Schuldige war. Pettigrew lockte Sirius an oder ließ sich von ihm finden. Sirius war immer noch wütend, nachdem er von den Potters erfahren hatte. Pettigrew befand sich in einer Muggelstadt, umgeben von Muggeln, was sicherstellte, dass es keine Zaubererzeugen für das Verbrechen gab, das er begehen wollte. Als Sirius eintraf, gab Pettigrew vor, über den Verlust der Potters zu trauern. Aber seine Tonlage war nicht die richtige und Sirius erkannte das. Sirius reagierte sofort und sprach einen mächtigen Sprengfluch aus. Bevor ich ihn verfluchen konnte, sprengte er mit dem Zauberstab hinter seinem Rücken die Straße in die Luft, tötete jeden im Umkreis von 3 Metern und raste mit den anderen Ratten in die Kanalisation. Außer den Rumtreibern wusste nur Remus Lupin, dass Peter Pettigrew ein Animagus war und er wäre die letzte Hoffnung für Sirius gewesen. Doch Lupin, der nicht mehr wusste, was er denken sollte, hielt die Beweise gegen Sirius für zu überwältigend und sagte kein Wort. Bevor Pettigrew in die Kanalisation flüchtete, hackte er sich listig seinen eigenen Finger ab und ließ ihn als Beweis für seinen Tod zurück. Da er für die Welt tot war, galt seine Unschuld als erwiesen, was dazu führte, dass alle Finger auf Sirius zeigten. So stand Sirius nun vor einer Straße voller toter Muggel mit einem Finger seines ehemaligen Freundes vor sich auf dem Boden. Sicherlich schien er schuldig. Da Fudge als erster am Tatort eintraf, wurde Sirius nie ein Prozess gemacht oder die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu verteidigen. In den Büchern erinnert er sich sehr detailliert an die Nachwirkungen dieses Abends. Ein Krater in der Mitte der Straße, so tief, dass die Kanalisation darunter zerbrochen war. Überall Leichen, Muggel schrien. Und Black stand lachend da, mit dem, was von Pettigrew übrig war, vor sich, ein Haufen blutverschmierter Roben und ein paar Fragmente. Das Interessante daran, was Fudge sah, war, dass Sirius lachte. Von außen wirkte er wie ein durchgeknallter, mörderischer Verrückter, der sich an seinen abscheulichen Verbrechen erfreute, während er in Wirklichkeit ein Mann war, der nicht anders konnte als zu lachen, während die Welt um ihn herum zerbrach. Einer seiner Jugendfreunde war tot, der andere hatte die Seiten gewechselt und er war umgeben von Leichen von Muggeln. Sirius' Geschichte ist wirklich tragisch und Peter Pettigrews Darstellung von ihm war außerordentlich gut gemacht. Er hat sogar Albus Dumbledore überzeugt. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Was hältst du davon? Denkst du, dass Albus Dumbledore wusste, dass Sirius Black schuldig oder unschuldig war? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.